ist er wirklich sauber. Ne? Aber wenn ich da so Schweißnähte direkt am Rußpartikelfilter sehe. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar habe ich heute einen Golf 6 Variant, hatten wir in letzter Zeit häufiger, haben sich wahrscheinlich alle abgesprochen, I don't know. Da ist ein 2 Liter TDI drin mit 325.000 Kilometer. Und ich dachte, wir schauen uns das Ding mal im Detail an. Was ist reingeflossen, was ist nicht reingeflossen? Und ich würde sagen, wir fahren als erstes eine Runde. Und dann kann ich euch bestimmt noch die ein oder andere Info zu diesem Auto geben. Das heißt, ich baue jetzt eben die Cam ein und dann düsen wir eine Runde. Denn ich muss sowieso noch eine Probefahrt mit dem Auto machen und dafür nehme ich euch einfach mal mit. So, das Auto war hier, weil die Kupplung nicht getrennt hat. Der hat wohl mal eine neue Kupplung gekriegt, inklusive zwei Massenschwungrad. Und wahrscheinlich haben die das System geöffnet. Ich hätte jetzt gesagt, normalerweise geht das auch so, dass du den Kupplungsnehmerzylinder komplett rausnimmst und das System im Grundprinzip nicht aufgemacht wird. Also haben wir Kupplung entlüftet. So, probieren wir mal aus. Das heißt, Kupplung los, treten, 21, 22. Ja, funktioniert. Kupplung treten, rein. Ja, ohne Kratzen. Funktioniert also alles. Ja, 325.000, 595 um genau zu sagen. Und ich dachte, wir düsen eine Runde. Mach mal eben das Türchen zu, Tor ist zu, ja, funktioniert. Ja, hier ist auch irgendwas mit dem Handbremsgriff, ist nicht ganz so in Ordnung hier mit dem Knopf. Ach, der Sitz ist auch ein bisschen weit nach hinten, also scheint wieder einer im Auto zu liegen. Ja, Gänge gehen schon mal ohne Kratzen rein. Das heißt, anschnallen, wir fahren eine Runde. Theoretisch war hier schon so das Typische dran. So, mal gucken, dass wir jetzt hier wegkommen. Jeppa. Und ja, so laufen tut er erstmal. Ja, das heißt, wir werden jetzt einmal ganz kurz Rumpelpumpel machen, werden mal schauen, weil ich habe daran nämlich die Stoßdämpfer hinten gemacht. Das habe ich jetzt nicht verfilmt. Also Stoßdämpfer komplett mit Federbandstützlager und diese Anschlagpuffer, die waren runtergefallen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Aber wichtig ist natürlich ganz einfach, dass wir jetzt einmal bei der Probefahrt hören, was so Trumpf ist. Und dass das natürlich hier mit der Kupplung einwandfrei funktioniert. So, ich horche mal, ob wir was hören. So, das heißt, wir fahren jetzt einmal über unsere Rumpelpumpe-Strecke, denn da waren so die Klassiker dran. Also hier ist schon Kohle reingeflossen, aber ich hätte jetzt so gesagt, fast alles Normales. Ne? Ich sag mal, wenn ihr jetzt wirklich überlegt, 325.000 muss der Motor so wohl einwandfrei funktionieren. Wir werden auch gleich nochmal einen Fehlerspeicher abfragen. Ja, Stoßdämpfer funktionieren, Poltergeräusche höre ich nicht. Also von der Seite aus hätte ich gesagt, Probefahrt erstmal bestanden. Und 2 in 3 funktioniert ohne Kratzen. Und von 3 runter in 2 funktioniert auch ohne Kratzen. So. Ja, ist doch gut. Das scheint doch gut zu funktionieren. Ich meine, das ist natürlich schon eine Distanz, ne? Das ist schon eine Distanz. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, die wollte ich euch gleich noch mal eben zeigen. Vielleicht hat da mal einer was dran gemacht. Nobody knows, aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Aber so, wie gesagt, so laufen tut das Ding. Geräusche haben wir jetzt nicht mehr. Und das heißt, wir heben das Ding jetzt noch mal final hoch, gucken einmal drunter und werden dann schauen. Hoppala, ja, funktioniert. Was wir alle so daran gemacht haben. Beziehungsweise da ist schon vorher auch ein bisschen Kohle reingeflossen. Aber so funktioniert das. Also, das Hauptproblem mit Kupplung trennt nicht. Und wie gesagt, die Kupplung ist neu. Das ist auf jeden Fall beseitigt. So, nochmal kontrollieren. 3 in 2. Und stehen bleiben fast. Ja,
kriegst du auch die 1 gut rein, wenn man noch so angerollt kommt. Ja, ich würde sagen, gut. Das heißt, wir heben das Ding mal hoch und ja, vielleicht könnt ihr ja mal eure Erfahrungen in die Kommentare hauen, inwiefern ihr mit eurem Golf 6 Variant zufrieden seid. Ne? Und vielleicht habt ihr ja auch so um die 300.000 gelaufen, weil das, also die 3 vorne finde ich schon, egal bei welchem Motor, finde ich schon echt nicht schlecht. So, wir fahren rein, wir gucken nach. Ja, was habe ich zum Beispiel gemacht? Als erstes habe ich den Keilrippenriemen gemacht. Der Keilrippenriemen sieht jetzt noch gar nicht so schlecht aus. Hier auf der Rückseite wird er allerdings porös. Also hier ist er noch gar nicht gerissen. Ne? Also hier ist die Rippen sind soweit noch in Ordnung. Aber hier auf der Rückseite. Und deswegen haben wir natürlich die Rolle haben wir auch neu gemacht. Ja. Jetzt weiß man nicht, wann das letzte Mal neu gekommen ist, aber ist das jetzt wirklich ein Problem? Nein, nicht wirklich. So, und dann Klassiker Golf 6 natürlich auch. Ja, Koppelstangen. Ja, in dem Fall ist jetzt hier die Manschette kaputt. Das hat jetzt so noch keine Geräusche gemacht, aber ihr wisst ja, sowas ist immer nur eine Frage der Zeit, bis sowas Geräusche macht. Ja. So, Koppelstangen rechts und links. Ist das jetzt für einen Golf normal? Yes, ebenfalls. Also ich sag mal, ist ja bei vielen Fahrzeugen ist das ja eigentlich ein normaler Zustand. Ja, und dann haben wir noch die Stoßdämpfer gemacht. Stoßdämpfer hinten haben wir auch gemacht, zeige ich euch. Aber ansonsten, ne? Aber da ist natürlich auch schon Kohle reingeflossen. Wie gesagt, Kupplung ist neu mit 2 Massenschwungrad und Kupplung trennte nicht. Ne? Das heißt, sie haben, wie gesagt, das System aufgemacht. Warum auch immer, ich kenne es nur so, dass du das System dabei nicht öffnen brauchst. Sondern schraubst dann ganz normal den Zylinder ab. Haben wir, glaube ich, auch schon mal ein Video zu gemacht. Der ist also auch nur mit 2 Schrauben fest. Aber erstmal gar nicht so schlecht. Ja, es sieht erstmal alles ganz, ganz ordentlich aus. Auch hier, ne, also hier den Luftfilterkasten habe ich jetzt theoretisch rausgenommen, um da unten die Kupplung zu entlüften. Batterie habe ich sitzen gelassen. Ja, aber so sieht das eben schon ganz ordentlich aus. Da unten ist der Keilrippenriemen neu. Und das, was ich bei der Durchsicht gesehen habe, schaut mal hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber da war doch bestimmt schon mal einer am Rußpartikelfilter, oder? Da hat doch bestimmt einer mal was gemacht. Keine Ahnung was, aber das sieht doch zugeschweißt aus. Ja. Und nicht das, weiß ja nicht, ob der leergeräumt ist oder nicht. Keine Ahnung. Ja, aber schaut mal hier. Ja. Also da war, also das kann ich mir jetzt nicht als Original vorstellen. Ihr könnt es gerne mal runter in die Kommentare hauen. Das kenne ich also so nicht. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Aber ansonsten sieht das Ding noch gut aus. Also hier oben ist jetzt auch nichts ölundicht. Alles so, wie es sein muss. Ne? Die Kühlöl, wenn man sich das jetzt mal anschaut, das ist auch noch sauber. Also von der Seite aus nicht schlecht. Wenn man sich hier mal jetzt die Scheinwerfer anschaut, das ist auch soweit in Ordnung. Rechts und links ist nichts angelaufen. Auch hier unten, die sind noch heile. Ja, also erstmal gar nicht so schlecht. Ein paar Lackschäden, klar. Ne? Bei 325.000 bleibt das natürlich nicht aus. Das sind dann hier so ein paar größere Einschläge, aber im Großen und Ganzen Windschutzscheibe ist auch soweit heil. Ja, das hast du auf jeden Fall hier, ne, sind neue Koppelstangen reingekommen, rechts und links, in dem Fall haben wir beide Seiten gemacht, logischerweise. Reifen sind gut und die Bremse ist auch vorne schon mal neu gekommen, also die sieht zumindest neu aus. Von der Seite aus sind auch mal Bremsscheiben reingekommen, die beschichtet sind. Ja, also das ist in Ordnung, wie gesagt, das hat schon vorher jemand gemacht, die Koppelstangen habe ich jetzt reingemacht. Hier hinten hat er es auch schon mal sauber gemacht. Ja, das kennt, diese typische Stelle kennt ihr ja. Ne, auch hier ein bisschen verbogen, aber okay. Ne, von der Seite aus ist das also auch in Ordnung. Da hat er also auch jetzt nicht mehr diesen Blumenkasten dahinter. Ja, als nächstes Stoßdämpfer, die Anschlagpuffer, die zeige ich euch gleich nochmal. Die sind runtergefallen und hier ist Bremse hinten, ist also auch neuwertig, ist auch mal neu gekommen. Beziehungsweise auch da sind mal beschichtete Bremsscheiben reingekommen. Reifen sind soweit in Ordnung und deswegen kann man da auch erstmal gar nicht meckern. Ne? Also das ist schon okay. Ja, hier quasi die andere Seite und natürlich auch hier die Bremse. Ne? Also auch da brauchen wir nichts dran, ist erst gemacht worden. Hier, wie gesagt, Bremse ist neu. Einmal so ein bisschen nachgesprüht hier alles. Ich weiß nicht, ob es nachgesprüht wurde oder ob das von vornherein so war. Auf jeden Fall Bremse braucht man sich nicht drum kümmern. Dann haben wir hier wieder die Koppelstangen. Ja, also wirklich auf dieser Seite auch. Aber Stoßdämpfer vorne sind soweit dicht.
Ja, Federn sind nicht gebrochen und von der Seite aus kann man das irgendwie alles noch lassen. Ja, dann hat er natürlich hier schon mal neue Querlenker bekommen und da hat man dann die alten Schrauben genommen. Das wisst ihr, im Zuge habe ich jetzt neue Schrauben bestellt gehabt und habe ihm jetzt auch die neuen Schrauben reingestellt. Also Querlenker wurden auch von jemand anders gemacht, aber das ist auch soweit in Ordnung. Da ist die richtige Mutter drauf und wie gesagt, hier ist nochmal die Koppelstange. Hier ist noch nichts verölt, das wundert mich also auch wirklich, weil bei dem Kilometerstand ist ja schon mal was undicht. Dann haben wir hier Koppelstangen und auch hier die Querlenker. Sind also wirklich auf beiden Seiten neu gekommen und das, was natürlich auch hinzukommt, hier waren, wie gesagt, ob jetzt hier neue Gummilager sind drauf waren oder ob die Bestandteil des Querlenkers waren, das weiß ich nicht, aber ihr habt hier zum Beispiel, waren die alten Schrauben drin, das haben wir also quasi gemacht. Wenn man jetzt immer so schaut, wenn man oben jetzt mal so guckt, also so verölt und versifft sieht das Ding gar nicht aus, ne? Und hier haben wir wieder die neuen Schrauben reingemacht und festgezogen. Spurstangen, das sieht alles Bombe aus. Wie gesagt, hier ist nichts verölt. Das, was natürlich der Klassiker ist, hier hat man die Schrauben abgerissen und dann hat man hier sowas gemacht. Aber das wird schon halten. Hier ist das Gewinde leider kaputt und schief. Ja, aber das werden wir ihm sagen und dann müsste da theoretisch also auch ausgebohrt werden. Helikol rein, Riesenaufwand. Und da hat man in dem Fall jetzt hier einfach eine Kreuzschildschraube reingemacht. Aber okay, ja, hielt ja vorher, wird es jetzt wahrscheinlich auch noch halten. Das ist so ein bisschen, ja, improvisiert, um das mal so zu sagen. Ja, in die Federn hatte ich vorher reingeschaut, ne? Weil wenn wir die Dämpfer machen, die habe ich in dem Fall ich jetzt gemacht, das habe ich also auch mit Staubschutz und Federbandschutzlager neu gemacht. Die Federn sind soweit in Ordnung. Das haben wir gesagt, das lassen wir jetzt erstmal, ne? Das wird also wahrscheinlich eher beim nächsten TÜV problematisch werden. Ja, da seht ihr, dass diese Gummilager jetzt hier schon auseinandergeflogen sind. Aber das wollen wir jetzt erstmal so lassen. TÜV hat das Ding noch über ein Jahr. Ja, ansonsten ist das Ding schon nicht schlecht, ne? Für die Kilometerlaufleistung, ja, ist das schon in Ordnung. Also hier die Aggregateträger, die kennt ihr auch, die gammeln ja auch ständig, aber dass das Ding jetzt irgendwie morsch ist, das kann ich irgendwie nirgendswie feststellen. Also von der Seite aus doch gar nicht so schlecht. Wenn ihr euch aber mal schaut, wenn ihr euch mal die Bremse anschaut, die sind bestimmt auch schon mal neu gekommen. Seht ihr das? Ich meine, ich habe sie jetzt nicht gemacht, aber die sind bestimmt mit der Bremse mal gemacht worden. Das heißt, das Ding ist quasi, ja, ihr seht ihr den alten noch, hier wurde also wirklich eine Seite gemacht. Kann man machen, ich würde es nicht tun, aber ihr seht, da ist ein Alter drin und ich glaube, dass der natürlich von der Seite aus viel neuer aussieht. Ja, und ja, das ist dann, kann man so machen, ich repariere das anders. Hier seht ihr jetzt nochmal die Stoßdämpfer, also die waren soweit eigentlich dicht, ne? Aber hier sind die Gummipronüppel runtergefallen und dann ist das auch nur eine Frage der Zeit, bis die Dämpfer dann auch irgendwann bis unten hindurchschlagen. Ich habe jetzt mit Federbandschutzlager alles komplett neu gemacht. Ja, also wie gesagt, ja, man kann zur Not bei schmalem Budget auch einen Bremssattel neu machen, aber in der Regel kommt der zweite dann hinterher. Das heißt, wir werden jetzt nochmal final Federspeicher abfragen und da muss man sagen, für 325.000 Kilometer ist das erstmal gar nicht so schlecht, ne? Klar, fester Bremssattel, Stoßdämpfer hinten, vielleicht auch irgendwann mal Stoßdämpfer vorne, Koppelstangen, ja, und ich sag mal, hier zwei Massenschwungrad mit Kupplung, ja, das kostet natürlich schon ein bisschen Geld, ja, und aber das ist auch irgendwie alles Verschleiß. Das, was ich ein bisschen spooky finde, ist, dass da am Rußpartikelfilter irgendwas gemacht worden ist oder zumindest so aussieht, ja, ich weiß nicht, ob da was dran gemacht worden ist, aber wenn da so was geschweißt ist, vielleicht ist er rauskodiert worden, nobody knows, ich weiß das nicht, ne? Aber wir fragen Federspeicher ab und dann gucken wir da mal rein und dann bin ich echt mal gespannt, was wir da so finden werden. So, dann wollen wir mal einen Blick werfen, intelligente Diagnose und schauen mal rein. Ja, also Bremsflüssigkeit haben wir auch gewechselt. Macht in dem Fall Sinn, wenn wir die Kupplungen lüften, dann eben auch, ja, du hast also für die Stoßdämpfer hast du die Räder hinten ab. Für die Koppelstangen hast du die Räder vorne ab und musst die Kupplungen lüften. Da kannst du auch einen Bremsflüssigkeitswechsel machen. Ne? Das ist dann auch keine... Ups, wie sehe ich denn aus? Das ist dann auch keine große Kunst mehr. So, wir schauen rein und wir lassen das Ding mal rödeln. Ich bin echt gespannt. So, wollen wir mal gucken. Der stinkt schon ganz fleißig. Ne? Ich glaube, da haben sie einen Rußpartikelfilter rausgeflutscht. Also, ich will es nicht beschwören. Keine Ahnung. So, DTC ist lesen. Nichts drin. Man soll es nicht glauben. Also, wenn ihr jetzt mal schaut, ne? Hier keine Codes, ihr könnt das erkennen, ist nichts drin. Also, im Motor ist absolut sauber. Tja,
schon nicht schlecht. Ja, das war jetzt der Motor, aber wir machen natürlich jetzt den kompletten Systemsteck noch hinten dran. Und bin mal gespannt und lass den jetzt auch noch mal so ein bisschen rödeln. Und also, ich würde sagen, erstmal gar nicht so schlecht mit dem Panoramadach als Kombi, 2 Liter TDI, 6-Gang Schaltgetriebe. Ja. So, das dauert hier erstmal ein bisschen und dann gucken wir gleich mal gemeinschaftlich, was drin war. So, 98%, Verfehler sind drin. Aber Motor ist wie gesagt sauber. Wir gucken jetzt gleich mal. Steht jetzt bei 89%, ein bisschen muss er noch. So, durch ist er. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wir haben hier elektronische Zentralelektrik. Was haben wir da drin? Lampe für Standlicht vorne links. Ja, gucken wir gleich mal. Rumlaufwerk Lesefehler, okay. Motor für Zentral, ach so, das ist wahrscheinlich wieder die Türschlösser, ne? die Klassiker. Und was haben wir hier drin? Steuergerät für Schiebedach. Na ja gut, der hat natürlich das große Dach. Da ist natürlich dann erstmal, wird das auch nicht günstig sein. Alles das, was du da machst, naja. So, aber Motor ist sauber, Bremse ist sauber, Klima ist sauber, Airbag ist sauber. Also von der Seite aus ist der Rest soweit in Ordnung. Und bis auf das, jetzt machen wir hier eben erstmal einen Bericht, dass wir Ihnen das zeigen können. Aber da werde ich jetzt erstmal so nichts dran machen. Und werde die jetzt mal weghauen und dann mal gucken. Na komm schon. So, DTC ist löschen, das machen wir jetzt noch eben. Gut, ich sag mal CD-ROM, Lesefehler, ne? Und Türschlösser. Bin ja auch die Klassiker, aber hier Türschlösser machen ist eine Katastrophe. Ne? Aber okay, aber im Großen und Ganzen Motor ist sauber. Ne? Ja. Ist er wirklich sauber? Oder ist der Rußpartikelfilter schon lange voll? Ne? Also wenn ich da so Schweißnähte sehe, kann das sein. Ne? Aber ihr könnt ja mal eure Erfahrungen in die Kommentare hauen, ja, weil ich habe ja so kein TDI. Ne? Aber wenn ich da so Schweißnähte direkt am Rußpartikelfilter sehe, muss man eben auch ein bisschen aufpassen, ne? Ob da nicht irgendwas was dran gemacht worden ist. Das kann auch einen ganz anderen Grund haben. Für mich hat das aber immer irgendwie so einen schalen Beigeschmack, ne? Denn wenn das Ding irgendwann voll ist, dann ist er voll. Dann kostet das. Ja Leute, letztendlich könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare hauen, wenn ihr so ein Auto fahrt und euren Kilometerstand. Und vielleicht habt ihr diese aufgezählten Dinge noch nicht machen müssen, aber ich denke mir, dass ihr das bei 325.000 Kilometer einfach mal investieren müsst. Ne? Querlenker, Kuppelstangen, Stoßdämpfer, Keilrippenriemen, ne? Der hat ja bestimmt erstmal einen Zahnriemen gekriegt, so, da sind wir wieder, ne? Haben wir ja wieder die alte Rolle gelassen, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Ja Leute, kleiner Nachtrag, ich habe jetzt hier gerade mal den Rußpartikelfilter jetzt hier gemacht und ich glaube, da bestätigt sich glaube ich das. Also könnt es gerne in die Kommentare hauen. Wie gesagt, da, bei euch, ihr habt 10-mal mehr Ahnung als ich, aber die Werte klingen mir nicht plausibel, ja, weil wir haben 0 Gramm Asche, 0, ja, und das Limit zeigt er jetzt hier an, ist 70 Gramm. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen Asche drin hätten, würde ich mir das Ganze ja gefallen lassen, aber 0, ja. Naja, zeige ich euch. So, Aschevolumen 0 Gramm. So, Beladungsgrenze, wahrscheinlich, was ist das hier? Asche, Partikelfilter, Limit, Test 70 Gramm. Ja? Und hier ist auch wieder 0. Ja? Und hier ist 0,02. Das kann ich mir ehrlich gesagt bei dem Kilometerstand echt nicht vorstellen. So Leute, jetzt aber wirklich Schluss. Ja, da können wir eh nichts dran machen. Nur irgendwann ist das Ding natürlich so voll und verstopft und Auspuff. Ne? Ja, je nachdem. Also wenn bei 320.000 Kilometer irgendwelche da auf Null sind, ja, also jetzt nicht Error, dass du jetzt einen Systemfehler hast, dass der Wert nicht abgefragt wird, und wirklich Null, ich weiß es ja nicht. So Leute, Differenzdruck von 0 Millibar. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Differenzdruck, 0. Ja Leute, also wie gesagt, wenn irgendwelche Messwerte auf 0 sind, also jetzt nicht 0,
im klassischen Sinne von Error. Ne? Es kann ja schon mal sein, dass der Messwert vielleicht nicht sauber ausgelesen wird. Aber 0 Millibar beim Differenzdruck, beim Rußpartikelfilter, der zumindest so aussieht, wie er aussieht. Er sieht ja jetzt nicht neu gekommen aus, sondern er sieht ja schon alt aus. Mit einer Schweißnaht dran. Da ist der Rußpartikelfilter wahrscheinlich leer gekloppt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, Leute, letztendlich war es das auch in diesem Video. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt ist wirklich Schluss. Bis dann. Ciao.